Thank you.
a usted, a la señora de Scheel y a su comitiva. Im Namen des Volkes und der Regierung von Mexiko ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, Ihnen, Herr Bundespräsident, einen herzlichen. Es conveniente que los pueblos amigos se conozcan a través de quienes los dirigen. Ellos les permiten profundizar en la efectividad de los derechos que los unen, de los principios que los identifican. Herr Präsident, Sie treten nun in einem Land ein, das dem Ihren freundschaftlich gesinnt ist und das Sie mit offenen Armen empfängt. Sie werden bald Gelegenheit haben, dieses Land zu bereisen. Ich hoffe, dass Sie überall auf die Freundschaft der Mexikaner stoßen werden, die Ihnen das darbieten, was das Geheimnis Ihrer Geschichte und Kultur darstellt. Sie werden auch feststellen. Ya le puse la muestra, es lo peor. Bei allen, Herr Präsident, und bei allen, die in der Weltmacht hier gekommen sind, auf der Kernitine, die wir mit der Worte hier gekommen haben, zu danken. Señor Presidente, distinguida señora de López Portillo, distinguida señora y señores, a nombre mío, con verdadero. Unsere beiden Länder sind viele tausend Kilometer voneinander entfernt, aber unsere Völker sind in gegenseitiger Hochachtung und in Vertrauen zueinander verbunden. Das große mexikanische Volk hat in den schweren Jahren, die hinter uns liegen, in vielen Situationen seine Freundschaft zu Deutschland bewiesen. Herr Präsident, ich möchte Ihnen für diesen beeindruckenden Empfang auf dem Flugplatz von Mexiko danken. Einen Empfang, den Sie meiner Delegation und mir ja für unser ganzes Volk geben. Señor Presidente, quiero expresarle mi agradecimiento. Thank you.